Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 4, der 100 Baby Challenge. So, meine Lieben, es dauert nicht mehr allzu lange, dann kommt unser Kind zur Welt. Ich muss mal eben hier nicht das nächste Lied anmachen. Lautstärke wollte ich mal wieder auf Mittel setzen, weil mir das doch ein bisschen zu laut ist. So, und dann wollen wir mal gucken, dass wir noch ein bisschen backen, weil noch hat sie, ist sie nicht müde. Hey, irgendwie ist es jetzt doch ein bisschen sehr leise, ne? Na, super. Doch wieder auf hoch. Also entweder auf hoch ist zu hoch oder auf mittel ist zu leise. Und auf leise hörst du dann wahrscheinlich gar nichts mehr. Naja, egal. Wir müssen da jetzt durch. Wir machen jetzt hier weiter unseren Backmarathon. Und dann haben wir nämlich die Backfähigkeit auch endlich mal auf Level 10 abgeschlossen. Das ist Wahnsinn, wie lange wir es dafür so gebraucht haben. Dafür, dass ich mir das eigentlich fest vorgenommen habe, das schnell durchzuziehen, hat es doch ganz schön lange gedauert. Muss ich ja mal sagen. So, aber ich werde jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen vorspulen, damit es ein bisschen schneller backt. Oder damit sie einfach gar nichts macht. Das geht natürlich auch. So, jetzt aber. Ich glaube, sie wusste gerade nicht mehr, was sie machen wollte, als sie ihr Glas hier weggestellt hat. So, sie stellt das Glas so dahin und so. Was wollte ich? Ich wollte doch gerade noch irgendwas machen, Mensch. Was war das denn? Hatte das was mit der Schüssel hier zu tun? Nee, ich glaube nicht. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das so ablief gerade. Ich finde das lustig, wie die jetzt hier bei Sims 4 einfach nur noch vor dem Backofen stehen und dann so la 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 la, ich stehe hier, das ist so schön und so, ne? Ich weiß noch, bei, ich glaube, Sims 2 war das, da musstest du selbst aufpassen, dass der Sim dann das Essen auch nachher wirklich aus dem Ofen rausholt, weil der, immer wenn er etwas in den Ofen gepackt hat, ist der Sim nämlich dann von dannen gegangen sozusagen. Der ist dann halt einfach irgendwo hingegangen, hat Fernsehen geguckt oder sonst was, und wenn er dann das Pling vom Herd nicht gehört hat oder nicht dran gedacht hat, dann ging nämlich jedes Mal der Herd in Flammen auf. Das war sehr schön eigentlich. Es hatte zumindest so einen gewissen gefährlichen Reiz. Ja, immer aufs Essen achten. Das war das, was man daraus lernen konnte. Immer aufs Essen achten. So, ihr müsst auch fast schon... Oh, hier ist jemand, hier ist jemand, hier ist jemand. Hier ist jemand, der aufs Klo muss. So, und dann müssen sie auch gleich sowieso alle in die Schule. Ich hoffe, ihr habt alle eure Hausaufgaben abgeschlossen. Ja, ich glaube, das habe ich nämlich letztes Mal schon gemacht oder vorletztes Mal oder keine Ahnung wann. Vor Jahren habe ich meine Hausaufgaben gemacht. So, wir sind immer noch nicht fertig mit der Scheißfähigkeit. Das gibt's doch nicht. 81%, Mann. Wie viel soll ich noch backen? Ich habe auf jeden Fall Onmas in meinem Kühlschrank gleich. Ist ja nicht zu fassen. Och, guck mal hier. Markus Jansen geht wieder zur Arbeit. Das ist gut. Dann wissen wir, wer gleich entbinden wird, wenn es hier bei uns losgeht. Nämlich Markus Jansen. Wie immer. Der arme Kerl. Der ist dann immer so fertig, wenn wir kommen und sagen, hier, ich bin schon wieder schwanger. Wieso habe ich eigentlich keine Zitronen? Habe ich die echte... Können wir Zitronen pflücken? Hatte ich nicht Zitronen oder habe ich gar keine Zitronen? Ich habe gar keine Zitronen. Oh, das ist ja ein Ding. Das ist ja mal ein Ding, dass ich gar keine Zitronen habe. Da müssen wir irgendwann auf jeden Fall mal ein paar Zitronen holen, auf jeden Fall. Das müssen wir mal. Aber habe ich denn echt keine Zitronen? Moment, ich guck mal in meiner Haushaltssammlung. Eigentlich habe ich nicht. Aber ich dachte, ich hätte Zitronen. Nö, keine Zitronen. Okay, ja, Zitronen kann ich doch noch holen. Das ist ja kein Ding. Die kann ich mir sogar selbst ernten, sammeln, tun. Ja gut, das müssen wir dann mal machen, ne? Was fehlt uns denn noch? Weintrauben. Brombeeren vielleicht? Mal gucken. Heidelbeere? Nee, hier sind Brombeeren. Was ist das denn dann? Keine Ahnung. Vielleicht Himbeeren? Gibt's Himbeeren? Gibt's überhaupt Himbeeren im Spiel? Ich weiß es nicht. Sie hat einen verdorbenen Kürbis in ihrem Inventar. Das ist natürlich sehr lecker.
Ich habe auch ständig verdorbenen Kürbis in meinem Inventar, einfach weil es Spaß macht, so ein verdorbenes Ding mit mir rumzuschleppen. Nein, natürlich nicht, aber das ist doch eklig, Mensch. Wieso bist du schon wieder am Mixen? Du sollst nicht mixen, du sollst backen. Du hast jetzt aber was falsch verstanden hier. Das hat doch noch nicht Düdelü gemacht. Nö, macht auch nicht Düdelü. Soll aber Düdelü machen. Hier, komm, mach noch die Fischpastete. Komm, Fischpasteten sind schwer, mit Sicherheit. Nehmt euch was aus dem Kühlschrank, ich habe ganz viel. Ja, nimm einfach den Teller, der da stand, der deiner Schwester gehörte. Ist okay. Kein Problem. So, alle müssen gleich zur Schule. Und dann werde ich die alle total mega fleißig ackern lassen, damit vor allem die großen Teenager mal endlich ihre Eins bekommen. Weil da hatten wir ja mal abgestimmt, dass wir das jetzt so machen wieder, dass die Teenager halt auch eine Eins haben müssen. Ja, mein Gott, geh doch aufs Klo, da hinten ist ein Klo, oben sind nochmal zwei, ganz oben sind nochmal zwei. Also an Klos mangelt es uns hier nicht. Und was machst du? Wolltest du nicht was essen? Ich meine ja nur, oder war es so schlecht, hat es nicht geschmeckt? Es kann natürlich sein, dass es gar nicht geschmeckt hat. Naja, wie dem auch sei, wir backen weiter. Wir backen den ganzen Tag. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, ich kann auch bald wieder backen, weil ich konnte ja jetzt eine ziemlich lange Zeit gar nicht mehr backen, weil ich so früh meine Backsachen schon wieder weggepackt habe. Also eingepackt für den Umzug. Aber bald, bald kann ich wieder alles backen. Alles, was ich will, Mensch. So, jetzt kommt raus hier aus der Küche, ne? Macht hier nicht so ein Theater. Geht mal weg. Das ist schön, dass du aufräumst, aber es sollten trotzdem nicht allzu viele hier im Küchenbereich rumrennen, sonst kann ich nicht backen. Das wäre schlecht und es reicht immer noch nicht. Es reicht immer noch nicht. Ich werde wahnsinnig. Okay, was machen wir jetzt nochmal? Oh Gott, komm, wir machen Brotpudding noch. Ich glaube, Brotpudding habe ich schon gemacht. So. Okay, alle gehen zur Schule, alle gehen zur Schule. Nur sie nicht, sie geht nicht zur Schule. Doch, du musst auch zur Schule, du darfst jetzt nichts mehr essen. Wer so lange braucht, um zur Toilette zu gehen, der hat es nicht verdient, jetzt noch was zu essen. So, fleißig lernen, und du auch. So, und Colette darf auch noch fleißig lernen, einfach weil alle fleißig sind heute. Aber was treibst du da? Du sollst nur backen, nicht zerschnetzeln hier. Und jetzt komm schon. Das kann doch nicht wahr sein. Der Balken ist doch voll. 97%. Rühr halt einfach einmal länger um, dann passt das schon. Na komm schon, ich will jubeln. Lass mich jubeln. Komm, lass mich jubeln. 100%. Juhu! Errungenschaft, das Sahnehäubchen. Levelaufstieg. Eleanor hat Level 10 der Backfähigkeit. Yeah, super. Lass einen Sim den höchsten Level in der Backfähigkeit erreichen. Eleanor kann jetzt Lavakuchen und Kuhpflanzenessenz Baiserkuchen in der Küche backen. Außerdem kann sie Eclairs und Alien-Obsttörtchen mit der Törtchenfabrik backen. Alien-Obsttörtchen? Kuhpflanzen-Blups, was? Was kann ich jetzt machen? Kuhpflanzen-Essenz Baiserkuchen. Dafür brauche ich Kuhpflanzen-Essenz. Also das ist dieses Ding, was man bekommen kann, wenn die Kuhpflanze jemanden frisst und wieder ausspuckt oder so. So, Lavakuchen ist mit Erdbeeren, das ist cool. Und jetzt wollen wir noch eben hier unten gucken, was können wir da machen? Ach, ich muss erst die Maschine wieder auffüllen. Gott, Alienkuchen oder sowas, das ist ja auch cool. Das ist ja auch cool. Alienkuchen, brauche ich dafür einen Alien oder was? Zusatzprüfung, ja komm. Hoffentlich gab das jetzt eine Verbesserung oder eine Verschlechterung. Gar nichts anscheinend. Gut. So, sie hat's aber auch fast. Antworten teilen. Oh nein, sie hat eine Leistungsverschlechterung, verdammt. So, ich wollte jetzt hier noch eben gucken. Backen. Was sind denn Alien-Törtchen?
Eclairs. Ja, die Voodoo-Puppen-Donuts, die hatten wir ja schon mal gemacht. Dafür habe ich mir extra eine Voodoo-Puppe. Was ist das? Alien-Obsttörtchen. Dafür brauche ich eine UFO. Ein UFO. Ein unbekanntes Fruchtobjekt. Oh mein Gott. Ein unbekanntes Fruchtobjekt brauche ich dafür. Also, das wird dann noch dauern, bis wir die Alien-Törtchen mal machen können, weil ich kein unbekanntes Fruchtobjekt habe. Aber das macht nichts. Ich glaube, dafür müsste ich dann die Rakete mal wieder aufbauen, um dann ins All zu fliegen oder sowas. Und ich glaube, dann kann man da wirklich, wenn man Glück hat, diese unbekannte Frucht finden. Aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Vielleicht labere ich auch nur Müll. So, wir beladen mal eben die Spülmaschine, damit sie nicht so ganz ranzig ausschaut. So, zertrümmern, Kerze anzünden. Ja, komm, zünden wir mal die Kerze an. Hier ist die Kerze sogar schon an. Alles klärchen. So, Hauptsache, wir machen hier alles sauber, ne? Das ist doch super. Hallo, bist du nicht Ralf? Nee, Moritz, ne? Moritz, lauf doch nicht weg. Ich wollte doch nur Hallo sagen. So, wie sieht's aus mit dem Kind? Also so langsam wird's mal Zeit, ne? Würde ich mal meinen. Wie weit ist sie denn? Sie ist doch schon hier drittes Trimester und so. Ist sie schon wieder am Futtern? Gleich kommen die Kinder schon wieder aus der Schule. Okay, dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen. Ein bisschen dauert es noch. Naja. Ist ja nicht so schlimm. Wir werden jetzt hier unten dann noch ein bisschen. Nee, weißt du was? Wir könnten ein bisschen hier Comedy machen. Komm, erzählen wir mal ein paar Witze. Dann können wir wenigstens bei der Fähigkeit auch noch ein bisschen was machen. Nämlich ein paar Witze erzählen. Wie sich das anhört, ey. Also so schnell hört sich das furchtbar an. Was ich übrigens nicht nachgespielt habe, sind hier die Sammlungen. Also das, was ich mit Honey gefunden habe, habe ich jetzt nicht mehr hier stehen. Aber das macht nichts, weil ich denke, Fische sind besser. Fische sind cooler. So, und hier sind meine Staubgeister. Die sind so süß. Ja, bei den Insekten müssen wir auch noch mal gucken. Das machen wir auch irgendwann. Dann fahren wir noch mal in Urlaub. Dann für eine längere Zeit vielleicht. Und dann kriegen wir das schon hin, alle Insekten zu fangen. Denke ich mal. Hoffe ich. Müssen wir gucken. Und Fische fehlen uns ja auch noch ein paar. Dann muss ich mal eben gucken, welche Fische uns überhaupt noch fehlen. Fische. 20 von 22. Uns fehlen noch zwei Fische. Einmal der und der. Ausgerechnet so seltene Fische, ja. Das kann dauern. Das kann wirklich dauern, aber egal. Sag mal, wie lange willst du das machen, Eleanor? Ich meine ja nur, du willst nämlich auch schlafen. So, die Kinder kommen auch gleich wieder. Ich freue mich drauf, dann ist hier wieder was los. Ja, ich lasse noch die Witze erzählen. Wenn sie meint, sie muss das noch zu Ende erzählen, da den Witz, dann soll sie das machen. Gleich hat sie wahrscheinlich eh keinen Bock mehr und dann rennt sie schnurstracks ins Bett, um dann 5 Minuten später wahrscheinlich das Kind zu kriegen. Oh Gott, ich glaube, der ist sauer, oder? Ja, der sieht sauer aus. Oh, guck mal, da kommt meine Meute. Meine Meute. So, die Schule ist für heute aus. Gute Noten. Perfekt, endlich mal wieder gute Noten hier. So, sie ist eine Einserschülerin. Endlich. Endlich kann sie ausziehen. Juhu! Ich bin ein Kind los. Ich bin endlich ein Kind los. So, hier, Kerze auspusten. So, das kommt mal weg. Wieso will ich das jetzt in den Kühlschrank tun? Keine Ahnung. Naja, okay, ich will noch eben hier bei den anderen gucken. Also sie ist eine Einserschülerin, Zweierschüler, Zweier und Zweier. Ja, okay, da dauert das noch. Und sie ist eine Dreiergrundschülerin, da dauert es auch noch. So, aber du kannst die Kerzen auspusten, kannst dich freuen und kannst altern. Es wird auch Zeit. So, direkt mal wieder hinzufügen. Perfekt. Geld haben wir auch wieder bekommen. Juhu! So, sie bekommt jetzt mal von mir das Merkmal eifersüchtig. Und zack.
Perfekt. Und der Kuchen kommt wieder in den Kühlschrank. Und dann werde ich sie auch direkt jetzt noch rausschmeißen am Ende des Partys, damit ich das nicht wieder vergesse. Weil das wäre schlecht, wenn ich das vergessen würde. Dementsprechend mache ich das einfach jetzt noch. Ich schmeiß mal eben die liebe Sophie raus. Oder hieß sie Sophia? Oh Gott, ich vergesse die Namen. Nach 67 Kindern vergesse ich die Namen ständig. Ich habe jetzt schon so viele Namen benutzt, dass ich gar nicht mehr weiß, welche Namen ich benutzt habe. Also nein, ich habe ja da meine Liste, aber ihr wisst, was ich meine. Ich weiß immer nie, wie habe ich die Kinder genannt. Ich muss immer nachgucken. So. Haushalt verwalten. Sims zwischen Haushalt verschieben. Da passt doch noch jemand rein, oder? Hier, Sophie Lia. Was? Sophia Lisa. Sehr schön. Die passt da noch rein. Perfekt. Dann können wir wieder zurück zum Spiel gehen. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüssi.